Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind zurück bei der Journey. Es geht also zum 100. Geburtstag der NFL. Diesmal zurück ins Jahr 1930. Drei Sterne Herausforderung. Wir sollen das Spiel gewinnen. Wir kriegen einen Bonus, wenn wir für mehr als 100 Yard rushen. So, das müssten wir ja hinkriegen mit unserer guten Bodenattacke. Wir spielen gegen die Giants. Wir sind im ersten Quarter. Wir liegen mit 13-0 hinten. Haben den Ball an der eigenen 25 und haben einen ersten Versuch und 10. So, wir sollen laufen. Natürlich gehen wir dann auch gleich mal in die Laufspielzüge hinein. Ich probiere mal erst einen Lauf über die Außen. Ein Toss mit Elliott über die linke Seite. Und da hat er eine Lücke. Ah, da setzt er den Juke ein bisschen früh an, aber kommt bis an die 31. Zweiter Versuch und 4. Ich glaube, also in die No-Huddle-Offense muss ich hier nicht gehen. Wenn wir hier erst im ersten Quarter sind, haben wir hier, glaube ich, sehr, sehr viel Zeit. Elliott jetzt über die Mitte. Und da haben wir das First Down. Der Ball ist an der 42-Yard-Linie. Hat sogar gegeben. Das war ein Lauf über 10 Yards. Da bräuchten wir ja 5 Stück, um Elliott hier in the zone zu bekommen. Ich gehe mal eben in die Audibles, weil das gefällt mir nicht, was ich da sehe. Dive inside zone. Dann nehmen wir einen inside zone. Ich gehe aber über die linke Seite. Oh, das hat sich doch gelohnt. Oh, das hat sich sogar sehr gelohnt. Elliott bis an die 36-Yard-Linie der Giants. Und schon haben wir 40 der benötigten 100 Rushing Yards geholt. Pünktlich dazu ist auch das erste Quarter. Wir haben 5 Minuten Zeit pro Quarter. Ein wunderschöner Blick hier ins MetLife Stadium in New York. Aber diese Aufnahmen von den Stadien, muss ich sagen, die sind schon sehr geil. Also, das ist schon schick. So, Elliott läuft weiter über die linke Seite. Da sind aber die Blocks mal sehr schnell gesprengt worden. 2 und 7 waren das nur. Wir bleiben beim Lauf. 0-1-Trap. Schulz kommt gleich von der rechten auf die linke Seite gestolpert. Bups. So. Über die Mitte zwischen Guard und Center durch geht die Reise. Und Elliott hat einen First Down. Da habe ich den Block... Den Block von Schulz zu spät gesehen. So, 1. und 10 an der 20-Yard-Linie. Wir sind in der Red Zone der Giants. Da lässt sich doch mit arbeiten. 1. und 10. Wir laufen mit Elliott durch die Mitte. Ja, der geht bewusst den Weg wieder über die Außen und kommt nicht so gut in den Spin-Move hinein. Aber der Ball ist an der 13. Und wir haben 63 Yards bereits laufen. Das in unserem ersten Drive. So, jetzt geht's über die rechte Seite mit Elliott. Und der kommt bis an die 3-Yard-Linie der Giants. So, jetzt müssen wir das Ding nur noch in die Endzone wuppen. Dann hätten wir hier einen wunderbaren, perfekten Rushing-Drive hingelegt. Aber das ist eine reine Rushing-Defense der Giants. Deswegen gehe ich mal in eine Passing-Offense. Wir schicken Kopf von links auf eine Slant, achten auf Witten. Denn ich glaube, der ist Muttersehnerlein. So ist es. Touchdown, Dallas Cowboys. Wir verkürzen den Rückstand. So, der wichtige PET, der ist auch gut. Und es steht nur noch 7-13 aus Sicht meiner Cowboys. Jetzt müssen wir natürlich noch die Offense der Giants stoppen. Ja, Witten freut sich. Das ist ja lässig. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Gebe ich offen, echt so cool. Ich bekomme ja diese Jubelszenen relativ selten zu Gesicht. Ich spiele ja nicht im Franchise-Mode. Das ist cool. Fand ich sehr schön. An der 1-Yard-Linie. Der Return der Giants. Gestoppt an der 26-Yard-Linie. 1. und 10 für New York. Da kommt die Nummer 10 aufs Feld.
der Quarterback der New York Giants, ja, der ist schon seit gefühlten 13 Jahren dort unterwegs, Eli Manning, zweimaliger Super Bowl-Sieger. Ich bin gespannt, wie lange er noch Starter sein wird. In New York stehen ja die Zeichen auf Umbruch. Oh, da gehen wir doch. Ah, da wollte ich gerade noch blitzen. Ich hätte es besser mal getan, weil Saquon Barkley läuft. Und läuft sehr gut bis an die 37-Yard-Linie. Erster und 10 für New York. Wir bleiben in der Passing-Defense. Aber ich muss natürlich darauf achten, wie bei so einer Situation, wenn wirklich ein Lauf eindeutig ist, der Giants. Oh, da habe ich mich bewegt. Da bin ich auf den Hardcount. Ja, ein Hardcount war es eigentlich nicht. Er wollte damit einen Receiver in Motion versetzen. Und da bin ich leider etwas zu nervös gewesen. So, das heißt, erster und 5. Wir schenken den Giants 5 Yards. Saquon Barkley versucht zu laufen, wird gestoppt von, das waren glaube ich Sean Lee und die Marcus Lawrence im Teamplay. Wir sind im Lambeau Field? Seit wann spielen denn die Giants im Lambeau Field? Habe ich da irgendwas nicht mitbekommen? Ja, jetzt sehe ich auch das Oh Gott, hör mal, wo war ich denn? Aufmerksamkeitsspanne eines Einzellers. Eieieiei. Manning unter Druck. Wirft unvollständig. Ja, dann spielen wir halt in Green Bay. Was soll's? Lambeau Field, Cowboys, passt sowieso. Dritter und 4. Manning, incomplete pass. Das heißt, die Giants werden jetzt von der eigenen 43-Yard-Linie aus punten. Und das freut jetzt natürlich meine Rushing Offense. Dann können wir nämlich vielleicht sogar schon in der ersten Halbzeit rangehen. Nein, den Ball nimmst du noch auf, mein Freund. Oh Gott. Sichern, ja. Oh. Super, Safety kassiert. Ganz großartig. Weil mein Receiver lässt den Ball da einfach liegen. Bekommt ihn dann gegen den Helm. Wirft sich zu Boden, ja, und wird, das ist ein Safety. Das sind zwei geschenkte Punkte und wir geben den Ball gleich wieder ab an die Giants. Also das ist mir, glaube ich, in Madden seit gefühlten 25, 30, 40, 50 Millionen Jahren nicht mehr passiert. Alter Schwede, schöner Hitstick. Ein bisschen Frust rauslassen. Erster und 10 an der 34-Yard-Linie für die New York Giants. Jetzt geht natürlich der ganze Spaß hier wieder von vorne los. Da haben wir echt eine riesen Chance liegen lassen. Schlechtes Special-Team-Play. Viel Druck auf Manning, aber der bleibt cool, findet Saquon Barkley und der ist ganz schwer zu Boden zu bringen. Zweiter und 1. Die nächste Completion. Ball an der 47-Yard-Linie. Ja, wir haben, glaube ich, die Giants mit diesem Geschenk mal so richtig wach geküsst. Das sieht nicht gut aus. Incomplete Pass. Also man muss eigentlich versuchen, Manning weiter als 10 Yards werfen zu lassen. Dann hat man schon eine ganze Menge gewonnen. 2. und 10 an der 47. Was? Da war doch eigentlich mein Cornerback in einer viel besseren Position. Manning in die Endzone. Incomplete Pass. Byron Jones reißt da die Hände hoch. So, jetzt schicken die Giants ihre Field Goal Unit aufs Feld. Oh, wie ärgerlich. Da habe ich die Giants echt stark gemacht. 5 geschenkte Punkte für New York. So, wir haben noch sage und schreibe 5 Sekunden auf der Uhr. Da dürfte sich nicht mehr die absolute Masse tun. Gibt noch natürlich den Kickoff. Damon Austin nimmt den Ball auf. Retourniert nochmal bis an die 33. Jetzt haben wir noch üppige 2 Sekunden auf der Uhr.
So, wir laufen noch mit einem Toss. Also ich will ja auch nichts mehr großartig riskieren. Geht über die rechte Seite. Und auf einmal hat Elliott da eine Lücke. Läuft die Seitenlinie entlang. Gibt es noch einen Touchdown? Das ist ja nicht zu glauben. Mit einem Halfback-Toss und sehr guten Blocks meiner Cowboys kommt Elliott noch in die Endzone. Verkürzt auf 13 zu 14. So, jetzt überlege ich mit einer Two-Point-Conversion. Verkürze ich den Rückstand auf 3 Punkte. Das ist natürlich lieber. Wir schicken Kopf von links auf eine Slant. Witten meine Sicherung. Der Ball geht zu Kopf. Und da ist die Two-Point-Conversion. Eine sehr kuriose erste Halbzeit endet mit einer erfolgreichen Two-Point-Conversion. Es steht 15 zu 18. Die Giants führen, aber nur noch mit 3 Punkten. Da haben sie Giants wirklich 2 Sekunden vor Ende eher mit einer Hail Mary gerechnet, aber nicht mit einem Lauf über die Außen von Elliott und wurden komplett kalt erwischt. Wir eröffnen hier im Lambeau Field die zweite Halbzeit mit dem Kickoff an der 26-Yard-Linie. Ist Schluss. Und ich glaube, ich werde mal das Tackling runtersetzen, nicht mehr auf aggressiv, weil Barkley, der kommt mir da zu oft zu gut durch. Wir gehen in eine Cover-2-Man-Defense. So, wir blitzen. Da Manning direkt hinter dem Center steht, gehe ich von einem Lauf aus. So ist es. Shaquan Barkley. Warum habe ich denn das Tackling nicht mehr auf aggressiv stehen? Weil ich besser tackeln wollte und das ging gerade in die Hose. 7 Yards Raumgewinn beim ersten Run. 2. und 3, Ball an der 34. Wieder Lauf von Shaquan Barkley. Und das ist ein Fumble und die Cowboys haben den Ball. Das ist Jane Smith und der geht gleich mal Richtung Endzone. Defense-Touchdown, Dallas Cowboys. Es geht hier mit den kuriosen Scores weiter. Und damit haben wir das Spiel gedreht. Die 100 Rushing Yards haben wir natürlich mit diesem Mörder-Run kurz vor der Halbzeit erledigt. Und jetzt führen wir mit 4, 22 zu 18 für die Cowboys gegen die New York Giants. Der Kick geht bis an die 2-Yard-Linie, wird dort aufgenommen. Jetzt der Return. Gestoppt an der 28. 1. und 10 Giants. Lauf Shaquan Barkley bis an die 34-Yard-Linie. 2. und 5. Wir gehen in einen Blitz. Oh, wo ist man da? Jetzt habe ich mal die Marcus Lawrence wieder. Wieder ein Lauf, aber das ist der 2. Running Back. Ach du Gott, oh Gott, oh Gott. Und der tanzt hier mal komplett durch die D-Line der Cowboys durch. Damit habe ich mal überhaupt nicht gerechnet. Wayne Gallman Jr. mit dem Touchdown für die New York Giants. Das wird hier ein Highscore-Game, wenn das so weitergeht. Das ist ja unglaublich. Giants wieder mit 3 Punkten vorne. 22 zu 25. Ja, da erlebt Lambeau mal ein Spiel ohne die Packers. Und hier geht es richtig hoch her. An der 4-Yard-Linie Taven Austin mit dem Return. Guckt, schaut, findet keine Lücke. Ich wäre besser auf der rechten Seite geblieben. 1. und 10 Cowboys. So, ich habe noch nicht den Zwang, dass ich auf Teufel komm raus passen muss. Also werden wir auch noch weiter laufen. Elliott braucht nur noch einen Run über 10 Yards, um in the zone zu kommen. Den schafft er hier nicht. 2. Versuch und 7. Quick Pinch. Nehmen wir den Stretch Arlott Lucky. Ja, da werde ich werfen.
Oh, der war nicht gut. Ich habe den ersten Pass, hätte ich durchziehen sollen. Das habe ich leider nicht gemacht. Da war der Fehler. Da war der Bock. Und jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir nämlich einen 3. und 7. Shark Halfback Wheel. Witten attackiert die Mitte. Wir achten auf Gallup. Hoffen, dass ich Elliot davon schleichen kann. Cooper ist meine Absicherung. Der Ball geht aber zu Jason Witten. Ich will hier erstmal nur das First Down. Das haben wir. 1. und 10 Dallas an der eigenen 48-Yard-Linie. Heißt, wir haben noch 2 Yards bis zur Mittellinie. Inside Zone. Elliot mit dem Lauf durch die Mitte. Und ja, da kommt er gut nach vorne. Bis an die 34 und jetzt dürfte er in the Zone sein. Ja, so ist es. Elliot hat es geschafft. So, Inside Zone. Ich darf jetzt halt nur nicht für Minus Yard getackelt werden. Dann ist die Zone schon wieder weg. Aber das passiert hier nicht. 3 Yards Raumgewinn von Elliot. Ball an der 31. Aber jetzt werden wir natürlich hier kräftig weiterlaufen. Halfback Stretch Arc. Wir gehen über die linke Seite mit Elliot. Ja, dann hält mein Wide Receiver den Block nicht. Und da ist die Zone wieder weg, oder? 3. und 10. Jo, die ist wieder weg. Das war ja mal mördereffektiv. Ja, das ist, du kannst als Running Back noch so gut sein. Wenn deine Blocks nicht gesetzt werden, auch von den Wide Receiver-Kollegen, stehst du halt auf der Seife. Wir nehmen die Verticals, attackieren die Mitte mit Amari Cooper. Witten geht in die Mitte, bekommt den Ball von Prescott, hält ihn fest und unser Tight End sorgt wieder für das neue First Down. 1. und 10 für die Cowboys. An der 12-Yard-Linie jetzt, wir sind in der Red Zone. Halfback Base, Lauf Elliott. So, der Run geht bis an die 6-Yard-Linie. Jetzt nähern wir uns schon langsam aber sicher. Ja, nicht nur langsam, sondern wir sind am Ende des 3. Quarters angekommen. New York führt mit 3. Ich muss mir hier im Lambo etwas einfallen lassen, wie ich es schaffe, die Offense der Giants vom Scoren abzuhalten. Das Laufspiel der Giants macht mir Sorgen. So, Elliott mit dem Run. Ah, da sucht er verzweifelt eine Lücke. Kommt nur 2 Yards nach vorne. Und jetzt haben wir einen 3. und 2. So, ich möchte über die rechte Seite laufen mit Elliott. Ist jetzt unterwegs. Läuft parallel zur Line of Scrimmage. Hat gereicht für ein neues First Down. Ganz starker Run. Da kam es wirklich gerade auf den Speed an. So, wir laufen mit einem Strong Toss über die Außen. Also wir laufen nicht über die Innenseite. Oh, da werden die Blocks einfach nicht gehalten. 3 Yards Raumverlust. Was ist denn da los? So, wir nehmen einen Stick. Jetzt geht's mal durch die Luft. Cooper und Kopf von links auf einer Slant. Witten meine Sicherung. Witten ist gut gedeckt, ist sehr gut gedeckt. Prescott wirft den Ball ins Aus. Ich habe da keine Lust, den Kontakt zu nehmen. Denn wir wissen alle, da ist Prescott doch sehr fumble-freundlich. Third and goal. Kopf von links auf einer Slant. Die Giants zeigen einen Blitz. Witten meine Sicherung. Hoffen wir mal, dass Kopf schnell aus dem Tackle-Core, aus dem... Jawohl, den hat er. Ein ganz starker Catch. Da kann ich mich auf Kopf verlassen, dass er sich schnell aus dem Block des Cornerbacks löst, in die Mitte zieht. Touchdown Dallas. Wir liegen mit 3 Punkten vorne. Haben jetzt noch die Chance, mit dem ganz wichtigen PET auf 4 zu erhöhen. Das ist deswegen wichtig, weil mit diesen 4 Punkten können die Giants nicht einfach nur sagen, Jungs, lasst uns ein Field Goal erzielen. Damit steht das Spiel unentschieden. Nein, jetzt braucht New York einen Touchdown. So, der Kick ist unterwegs. Geht bis an die, hinter die knapp hinter die Goal-Line sogar. Shaquan Barkley mit dem Return bis an die 31. 3 Minuten 17 haben wir in dieser Partie hier noch zu spielen.
Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wird so ein Spiel, das gewinnt das Team, das am Ende in Ballbesitz sein wird. Erster und 10 an der 31. Eli Manning läuft und hält den Ball fest, trotz seines Hitsticks. Das ist mal bemerkenswert. Also fürs Laufen, fürs Scramblen ist ja Eli nicht wirklich berühmt. Zweiter und 2 an der 39. Incomplete Pass und jetzt, es ist ein dritter und 2 für New York. Wir blitzen durch die Mitte. Manning wirft über die Außen und das ist kein First Down. Also es war kein Lauf, es war ein Run, weil es ein Lateral war. Aber vierter und 2, die Giants müssen punten, hätte ich gesagt. Tun sie aber nicht. Die spielen ihn aus von der eigenen 38. Jetzt wird spannend. Cowboys blitzen. Incomplete Pass Manning. Turnover on Downs. Ballbesitz Cowboys an der 8. Ich war mir nicht sicher, ob sie den ausspielen würden, weil sie haben ja noch alle drei Auszeiten. Wir standen noch kurz vor dem 2-Minute Warning. Da wäre noch alles drin gewesen. Und jetzt sind die Cowboys natürlich wieder in der Offense und können Zeit von der Uhr nehmen. Erstmal noch 4 Sekunden bis zum 2-Minute Warning und wir haben natürlich Zeke Elliott, der hier mal ganz souverän zum neuen First Down läuft. So, Halfback Inside Zone. Wir bleiben beim Lauf. Diesmal mit Elliott über die linke Seite. Kommt bis an die 16-Yard-Linie. New York nimmt die erste der noch zur Verfügung stehen. Drei Auszeiten, jetzt sind es natürlich nur noch zwei. Halfback Zone Week, wir bleiben beim Lauf. Oh, da ist die Lücke für Elliott. Schöner Spin-Move. Und da ist er in der Endzone zum Touchdown für die Dallas Cowboys. Und jetzt wird es richtig schwer für die New Yorker. So, denn mit dem PT haben wir jetzt eine 36 zu 25 Führung, also 11 Punkte. Das heißt, New York muss zweimal scoren. Sie brauchen ein Field Goal, 3 Punkte, einen Touchdown. Das wäre der zweite Score und dann nach dem Touchdown kein PT, sondern eine erfolgreiche Two-Point-Conversion. Dann hätten sie das Spiel ausgeglichen. Aber dafür müssen sie zweimal scoren und sie müssen zweimal schnell in Ballbesitz kommen. Da, glaube ich, wird es dann schwer. Oh, Shaquan Barkley mit einem... Ey, das war ein... Block in the back. Der hat mir in den Rücken geblockt. Da gibt es normalerweise Flaggen für, liebe Referees. Erster und 10 an der 28. Und das Schlimme ist, jetzt muss Manning natürlich werfen. Und das ist... Oh! Außerhalb meine Cornerbacks sind da etwas schläfrig unterwegs. Erster und 10 an der 46. Ja, den kann Antonio Brown locker abwehren. Zweiter und 10 damit. Ball an der 46-Yard-Linie. Incomplete Pass, schön abgewehrt. Sean Lee ist da. So, jetzt haben wir einen dritten Versuch und 10. Oh, da ist... Also, die Marcus Lawrence kam schon an dem normalen Vorblocker vorbei, aber dann war noch der Running Back, der ihn auch noch geblockt hat. Und trotz alledem ist Eli so nervös geworden. Vierter Versuch und 10. Ich weiß natürlich, jetzt werden die Giants passen. Abgewehrt und intercepted. Perfektes Zusammenspiel zwischen Tillman und Sean Lee in dem Fall. Der kommt nochmal bis an die 28-Yard-Linie. Das dürfte es wohl final gewesen sein. Jetzt ist sogar unser Sean Lee in the zone. Elliott mit dem Lauf über die linke Seite. Ah, da läuft der eine Guard leider nicht dahin, wo er hätte in meinen Augen besser hinlaufen sollen. Auf den Middle Linebacker. Denn der kann uns mit seinem Tackle zu Boden strecken. Zweiter und 8.
Giants wissen natürlich, dass jetzt Läufe kommen von Elliott. Stoppen können sie ihn aber trotzdem nicht. First down an der 17-Yard-Linie. Neuer erster Versuch für die Cowboys. Halfback Dive durch die Mitte. Wieder Elliott nimmt den Kopf runter. Der Ball ist an der 4. New York nimmt die letzte zur Verfügung stehende Auszeit. Es geht dem Ende zu hier in Wisconsin. First and goal von der 4-Yard-Linie. Ich brauche hier auf Teufel komm raus keinen Touchdown mehr. Deswegen laufen wir noch ein bisschen, nehmen hier noch weiter Zeit von der Uhr. Bei einer Incompletion würde die Uhr ja stehen bleiben. Nochmal ein Lauf über die Außen von Elliott. Auch da kommt er sogar leicht und locker in die Endzone getrabt. Jetzt ist die Führung doch sehr, sehr deutlich geworden. Ja, hätte ich mir diesen Bock nicht erlaubt mit diesem Safety, den ich da beim Return kassiert habe, hätten wir das Spiel, glaube ich, schon in der ersten Halbzeit vielleicht sogar noch drehen können. So hat es halt ein bisschen länger gedauert, aber jetzt am Ende war es doch deutlicher, als es der Spielverlauf definitiv erahnen lässt. Aber Manning konnte halt seine Giants nicht mehr übers Feld führen. Das ist halt das Problem, glaube ich, was New York hat. Wenn das Spiel unentschieden steht oder knapp ist, dann können sie auf die Beine von Saquon Barkley setzen. Sind sie aber groß im Rückstand und sind darauf angewiesen, hier sehr, sehr schnell zu punkten, dann wird es schwer. Weil das hat Eli's Arm irgendwie nicht mehr drin. Sagt er, und schon erzielen die Giants ein First Down durch die Luft. Das war aber auch das letzte Play, denn das Spiel ist aus. 43 zu 25 schlagen wir die New Yorker in dieser Journey NFL 100 Serie. Alle Sterne geholt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.